Alain Sutter, der Matthias Hüppi hat mal gesagt, der FC St. Gallen braucht eine Granate. Ist der Peter Zeidler eine Granate? Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit diesen Schlagwörtern, oder? Das wird dann vielfach so rausgenommen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Peter Zeidler hier ist. Was ist er für ein Mensch? Wie haben Sie ihn kennengelernt jetzt in den Verhandlungen, in diesen Gesprächen, die Sie bis jetzt geführt haben? Sehr, sehr angenehmer Mensch, sehr intelligenter, hohe Sozialkompetenz, grosse Empathie, Menschen gern, sehr, sehr kommunikativ, sehr offen, geht auf die Leute zu, aber auch sehr, sehr bodenständig. Was hilft das am FC St. Gallen, so eine Persönlichkeit? Was sind da Ihre Ziele mit so einer Person? Ja, was er dann bringt, das werden wir in der Zukunft sehen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Ziel ist klar, dass das, was ich von Anfang an gesagt habe, als ich hierher bin, dass ich möchte, dass wir den Kibum Park Heimspiel für Heimspiel gefüllt haben, dass die Leute begeistert heimgehen, dass sie sich freuen, wenn das nächste Heimspiel ist, dass sie wieder kommen können. Dass die Mannschaft einen aktiven Fußball spielt und den Leuten Freude bereitet, dass St. Gallen wieder zur Heimmacht wird, so wie sie waren, als sie noch im Espen Moos gespielt haben. Und das sind Zielsetzungen und die werden wir gemeinsam mit dem Peter Zeidler angehen. Wie hat die Mannschaft darauf reagiert, als sie den Namen verkündet haben? Wir sind vor der Pressekonferenz schnell in der Kabine gewesen. Der Peter hat jeden mit Handschlag begrüßt. Matthias hat die Mannschaft informiert und dann sind wir wieder raus. Da hat es keine Zeit gegeben für grosse Reaktionen. Zu den Verhandlungen. Der Assistenztrainer, der steht schon. Das ist der, der jetzt schon am Spielfeldrand steht. Wie hat der Peter Zeidler darauf reagiert? Es war gar nicht ein Diskussionspunkt für ihn, sondern ich glaube, er hat in diesen Gesprächen hat er auch so ein bisschen gespürt, wie ich funktioniere und hat sich ein Bild können machen und hat sich können vorstellen, was für Leute da werden sein. Wie wichtig ist es, dass ein Mann an der Seite ist, der die Mannschaft schon ein bisschen länger kennt, der schon Spiel mitverfolgt hat? Ja, also das ist sicher kein Nachteil, dass wir jetzt in der Phase in Kontakt waren und es konkret wurde, wo der Peter noch ein paar Spiele gesehen hat, sich einen Eindruck schaffen von der Mannschaft. Jetzt noch das letzte Spiel sehr genau wir können beobachten. Die Planung, wir jetzt schon, bevor die Saison vorbei ist, schon können die Angriff nehmen. Das sind alles Sachen, die selbstverständlich ein Vorteil sein. Es gibt ja immer wieder ein bisschen Zeit. Aber es ist sicher auch ein Vorteil, dass der Boro Kuzmanovic die Mannschaft schon vor ein paar Wochen hat übernommen, sich auch einen Eindruck verschaffen und auch sehr aktiv kann mithelfen jetzt in der ganzen Kaderplanung. Also wir werden dort sehr, sehr eng zusammenarbeiten mit dem Boro Kuzmanovic, dem Peter Zeidler und ich. Wie konkret? Das werden wir dann sehen.